Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Merkt ihr was? Hier stehen mehr Fackeln rum. Warum stehen hier mehr Fackeln rum? Weil ich die Slabs durch Cobblestone ausgetauscht habe. Und den Cobblestone mit dem Chisel ein wenig verarbeitet habe vorher, damit der ein bisschen schön aussieht. Ja. Ansonsten habe ich nichts weiter auf Screen gemacht, glaube ich. Sollte nicht. Und wir wollen uns jetzt mal darum kümmern, dass wir den Strom, der hier gesammelt wird, irgendwo wahrscheinlich hier rüber kriegen. Damit wir den ordentlich nutzen können. So. Was ich dafür als allererstes machen möchte, ist eine zweite Plattform anfangen. Die nutzen wir erstmal als reine Arbeitsplattform. Später wird die sicherlich auch mal anderweitig verwendet. Aber wir wollen jetzt da erstmal den Block rausschlagen. Und dann hier ein wenig. Das sollte reichen. Na, das waren jetzt 4 runter. Dann gehe ich immer noch einen 5. runter. So, dann einmal kurz Luft holen. Okay. So. Da will ich dann. Ups. Okay, perfekt. Zack. 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 Zack und zack. Okay. Das wird dann hier unsere Arbeitsplattform. Sage ich mal. Das sollte so passen. Dann bauen wir uns die hier mal ein bisschen groß aus. Und bauen uns dann irgendwie hier noch eine Treppe hoch. Keine Ahnung, wahrscheinlich dahin. Und dann können wir hier auch ein bisschen was an Zeug, ich sag mal, unterirdisch, in Anführungszeichen, verlegen. Was ganz nice ist. So, ich werde mal hier jetzt tatsächlich eine kleine Treppe bauen. So, damit wir da dann hochkommen. Damit wir hier einen normalen Weg hoch und runter haben und ich nicht ständig den Wasserfahrstuhl nutzen muss. Denn ich bin kein großer Freund von den Teilen. So, hier mal ein bisschen mehr Bereich. Okay, dann können wir hier auch wieder dicht machen. Dann fließt da schon mal kein Wasser mehr runter. So. Sehr schön. Und dann brauchen wir auch das Zeug hier nicht mehr. Zumindest nicht wirklich. So. Gut. Haben wir hier schon mal den Anfang von, wie gesagt, so einer Arbeitsplattform. Packen uns hier noch eine Fackel hin, damit das alles beleuchtet ist. Ah, hier brauche ich noch mal eine. Na gut. Meinetwegen. So. Schön. Haben wir schon mal einen Anfang. Ein Anfang ist immer schon mal gut. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge geschaut, wegen eines, wegen einer Energy Cell. Da hatte ich erstmal auf die Leadstone geguckt. Aber ich habe gesehen, die Hardened Energy Cell, die mir 800 RF pro Tick übertragen kann, die kriegen wir auch relativ locker hin. Von daher, dafür brauchen wir Bronze Electron Tubes, die sind gar kein Problem. Wir brauchen sowieso so einen letzten Frame. Und den, das ist eigentlich nur ein bisschen Glas, Redstone und Lead. Glas, Redstone und Lead. Lead haben wir hier, 4 Stück. Haben wir Glas? Ich weiß es nicht. Sieht mir gerade nicht so aus. Du bist natürlich Dust und kein Sand. Das heißt, ich muss mal ein bisschen Sand herstellen. Aber das ist ja auch relativ schnell gemacht. Ich habe jetzt hier nur den Compressed Hammer, ne? Ja,
Den will ich dafür aber nicht nutzen. Basteln wir uns noch einen normalen. Ich weiß gar nicht, gibt es Shiny Hammer? Ich glaube nicht. Einfach mal gucken. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Spiel sagt, nö. Und das ist jetzt nicht wirklich schlimm. So, aber so ein Shiny Hammer? Nee. Natürlich nicht. Okay, dann nehmen wir Eisen. Egal, ich könnte zwar auch auf Diamant gehen. Ich habe aktuell ein paar Diamanten noch in Reserve. Aber, nee. Ups. So. Und das Schöne ist, wenn ich die jetzt hier versehentlich falsch positioniere, dann brechen die auch nicht bei Bodenkontakt sofort wieder auseinander, so wie es vorher war. Das finde ich sehr, sehr schön. Okay. So, dann brauchen wir 4 Glas. Das heißt, 8 Stück schmeißen wir hier mal rein, damit wir da genug haben. Dann brauche ich ein bisschen Bronze. Ich habe 4 Bronze. 4 ist ein bisschen wenig. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen. Bronze haben wir. Ach genau, an sich ein Teil Zinn und 3 Teile Kupfer. Ein Teil Zinn, 3 Teile Kupfer. Das heißt, nehmen wir hier mal 15 und 15, das sollte dann passen. In der Theorie. Mal schauen, was die Praxis dann dazu sagt. So, was sagt das Glas? Das ist schon mal fertig. Sehr schön. Dann kommt das dahin, in die Mitte, in die Mitte habe ich gesagt, ein Redstone-Block. Und das lädt außen rum. Dann haben wir hier schon mal einen Redstone-Energy-Frame. Energy-Cell-Frame. So. Da packen wir ein bisschen Invar außen rum. Invar habe ich versehentlich schon hergestellt. Das ist auch eine Legierung, sprich ein Gemisch aus 2 Metallen in der Schmelze. Und zwar, ich glaube Eisen, Silber? Ne, Eisen und Nickel. Okay. Eisen, Nickel, gibt Invar. Ja. Und dann wollen wir doch einmal das Ding hier zu einem, ach Mann, zum Hardened Frame ummodeln, umbasteln. So, Elektrum ist Gold und Silber. Habe ich da noch was? Da habe ich noch genau 2 Stück von. Okay, mit ein bisschen Redstone, den wir hier haben. Sehr gut. So. Und was brauchen wir noch? Ein Electronic Circuit. Noch mehr Redstone. Ja gut. Haben wir da. Das ist kein Problem. Ansonsten brauchen wir isolierte Kupferkabel. Haben wir hier noch 8 Stück. 6 brauchen wir. Zack. Zack. Dankeschön. Dann brauchen wir eine Eisenplatte. Eine Iron Plate. So, da wollen wir nicht Extruding, sondern den Rolling-Modus nutzen. Und kriegen dann hier aus einem Eisen eine Platte. Eine Plate. Das ist sehr schön, denn das verringert meinen Verbrauch an Eisen. Und das ist immer gut. So, das heißt, wir haben jetzt zack, zack und zack unseren Circuit. So, brauchen wir nur noch die Bronze-Electron-Tubes. Dafür brauchen wir insgesamt 10 Bronze. Ah, ne, 5. Stimmt, ich mit einmal herstellen kriege ich ja mehr als genug. Okay, 20 kriegen wir hierher. Das ist mehr als genug. So, dankeschön. Habe ich den Redstone bei? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja nur hilfreich. So. Dann wollen wir hier ein bisschen Bronze platzieren. Dann wollen wir hier Redstone platzieren. Und dann wollen wir... Quatsch, den Sand habe ich ja noch hier. Ein wenig Sand hier reinschmeißen.
aus dem wir dann Flüssigglas herstellen können, um damit dann unsere Bronze Electron Tubes zu bekommen. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir das quasi auch fertig. Brauchen da jetzt nur noch das eine Dingens. Genau. Dann bauen wir den Rest schon mal auf. So. Du dürftest fertig sein. Jo, danke schön. Sehr freundlich. Zack, zack. Eine Hardened Energy Cell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen was, um die Energie zu übertragen. Ich schaue gerade mal die Energy Conduits. Was brauchen die? Die brauchen sowieso Hardened Fluxducts. Dann nutze ich doch gleich Hardened Fluxducts. Ach, die brauchen Redstone Chipsets. Und Hardened Glass und Steel Plates, ehrlich jetzt? Ah, das sind ja die Hardened. Moment. Moment. Die gibt es auch ein wenig preiswerter als Leadstone. Braucht nur Leadplates, aber trotzdem zwei Redstone-Chipsets. Was ein bisschen nervig ist. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Das heißt, hier mach mal Redstone-Chipsets. Sind zum Glück nur in Anführungszeichen 100.000. Aber ja, dauert halt ein bisschen, ne? Dauert halt ein bisschen. Was soll's? Was soll's? Brauchen wir zwei Stück von, das heißt, ich brauche noch einen weiteren Redstone da drin. So. Okay, eins kriegen wir relativ schnell, die zweite dann nicht mehr so. Wobei, doch, kriegen wir auch relativ schnell. Denn ich kann hier ja jetzt schon mal. Oh, es geht nicht. Warum nicht? Nimmst du das nicht direkt, nimmst du es nicht direkt an? Oder. Ach nee. Genau. Ich muss ja hier Max Input, Max Output setzen und das Ganze auch konfigurieren. Das heißt, hier ist vorne. Das ist hier die Mitte. Dann brauchen wir hier einen Input. Bist du Input oder Output? Ah, die verwechsel ich immer. Naja, jetzt haben wir hier einen Input. Wir sehen, wir stellen hier ganz gut Energie her. Das ist sehr schön. Denn dadurch füllt sich schon mal die Energiezelle. Und die können wir dann auch hier mit dran klatschen, um das Ding zu befeuern. Sobald der Generator hier keinen Strom mehr hat, was gleich passieren wird. So, ich hoffe, ich kriege die 100.000 vorher hier schon zusammen. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, aber das ist jetzt auch nicht großartig weiter schlimm. So, komm. Geh mal weg hier, du Kalamari. Keine Ahnung, warum die hier spawnen. Eigentlich war ich der Meinung, die spawnen nur in niedrigeren Gefilden. Aber gut. Scheinbar habe ich mich da geirrt. Kann auch mal vorkommen. So. Na komm, ich will dich auf 100.000 noch kriegen. Damit ich weiß, die Arbeiten gehen relativ schnell voran. 90. Gleich ist er da. Gleich haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Denn zum Glück, auch wenn ich den jetzt abnehme, er behält seine Ladung. Wir sehen hier 102.000 Redstone Flux gespeichert. Das ist schön. So, dann packen wir den mal dahin und hauen die Seite hier auf Output. Ne, das war oben. Das ist hinten. So. Damit bekommt der Laser jetzt seinen Strom auch von hier und von hier, wobei wir den Generator hier eigentlich nicht mehr brauchen. Den hauen wir mal weg, denn der frisst nur unnötig unsere Coal Coke. Und das muss ja nicht sein. So, geh du mal da rein. Kalamari-Zeug.
Und hier. Ich brauche echt mehr Bereiche, wo ich irgendwas reinschmeißen kann. Ich habe zu wenig Kisten. Da kümmern wir uns aber auch demnächst drum, dass das ein bisschen verbessert wird. So, ja, ist erstmal okay. Nicht schön, aber selten. Oder so ähnlich. So, was sagst du? Na, zur Hälfte fertig. Okay. So, ich meine, das sind dann erstmal nur 6. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Ich war auch eigentlich der Meinung, die waren preiswerter, aber... Moment. Ich glaube, ich habe dann hier mit den... Ja gut. Ja. Nee, ist schon tatsächlich das Preiswerteste, was ich machen kann. Ich brauche natürlich noch 2 LED Plates. Was jetzt nicht so das Problem ist. Mach mal. Und Glas. Ja, gut. Glas haben wir. Glas haben wir 4 Stück. Das passt soweit. Ich meine, ich könnte auch überlegen, dass ich mein Energiezeug erstmal dahin packe. Aber ich wollte hier jetzt eigentlich noch ein zweites. Ein zweites Wasserrad hinbauen. Zum einen, damit das hier ein bisschen synchron ist. Und zum anderen, damit ich noch ein bisschen mehr Energie gewinne. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die Anfänge von dem, was wir hier letztendlich benötigen. So und so. Unsere ersten Leadstone Flugstocks. Und ja, das funktioniert tatsächlich so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Man schließt die hier an und die transportieren dann das Ganze dorthin, wo man es hinführt. Die Frage ist, wo will ich es hinführen? Eventuell packe ich die Strommaschinen erstmal nach unten. Dann würde das nämlich wieder passen. Ich glaube, das mache ich. Sprich, wir nehmen das hier mit. Ich habe nicht viel Platz im Inventar. Das heißt, du kommst noch mit. Und du kommst mit. Dann gehen wir einmal hier runter. Habe ich noch Steine, also Cobblestone? Nee, nicht wirklich. Da habe ich nicht mehr wirklich was bei. Okay, und jetzt wird es auch ein bisschen... Komm, dann schmeißen wir hier noch ein bisschen was mit rein. Wie zum Beispiel... Um da jetzt irgendwas übertragen zu können. Kohle, Holzkohle, Clay, was soll's. Kohle, Coke. So, ein bisschen Zeug weg. Einfach ein bisschen Zeug hier wegschmeißen. So, dann wollte ich noch ein bisschen Koppel haben. Dankeschön. Und mit dem können wir dann hier unsere Plattform ein wenig vergrößern. Ach Mist, den habe ich nicht mehr erwischt. Naja, was soll's. Was soll's, das passt schon. So. Hopp. Dann sehen wir hier, die Flugstacks nehmen den Strom schon mal gut auf. Das ist schön, so soll das sein. Reicht das um hier? Nee. Natürlich reicht's nicht. So, jetzt aber. Gut. Dann ist das schon mal abgesichert. Und dann will ich hier noch ein bisschen darüber bauen. Um erstmal nicht ganz so viele Flugstacks bauen zu müssen. Das ist ein bisschen, ja, der Zeit geschuldet, sage ich mal. Ich werde dann offscreen ein paar Chipsets erstellen lassen, während ich das nächste Wasserrad baue und so. Und dann läuft das auch. Wir können dann auch ein paar mehr Laser noch dorthin setzen, wodurch auch einfach mal die ganze Geschichte noch mal schneller wird. So,
Da oben ist ein Input. Da kommt es jetzt rein. Den Rest definieren wir mal schon mal als Output. Einfach, weil ich noch nicht weiß, wo ich das genau langführen werde. So, auf alle Fälle machen wir da schon mal den Laser hin und entsprechend direkt darunter den Assembly Table. Einfach, weil es geht. So. So. Perfekt. Ja. Wenn ich hier jetzt irgendwas mache, kommt der Laser direkt von oben runter, zieht sich die Energie von hier raus und das läuft. So, dann wollen wir auch noch das andere Zeug übertragen. Wobei ich den Metal Former so gar nicht übertragen kann. Das habe ich leider tatsächlich ein bisschen verpennt. Aber gut. Das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt. Bestimmt. So. Dich packen wir. Ach, komm, wir packen den einfach mal hier oben mit ran. Hauptsache, der ist erstmal da. Sag ich mal. Und dann passt das soweit. So, das Problem beim Metal Former ist, die Industrial Craft 2 Geschichten lassen sich nicht quasi gar nicht mit einer Spitzhacke einfach entfernen. Da braucht man einen Wrench für. Ich weiß gar nicht, ob einen beliebigen. So, denn es gibt so ein paar Wrenches. Haben wir hier einen direkt von IC2 Industrial Craft 2. Hier. Ein Wrench. Okay, das ist nur ein bisschen Bronze. Das ist kein Problem. Gib mal ein bisschen Bronze. 6 Stück. So und so. Damit haben wir hier einen Wrench. Und damit können wir das nicht einfach wegnehmen. Wow. Ehrlich jetzt? Super. Okay. Wir sind unseren Metal Former losgeworden. Wir sind jetzt nur noch bei einem Basic Machine Casing. Den Rest dürfen wir neu herstellen. Weil screw you oder sowas. Ach, toll. Na, super. Ich war eigentlich der Meinung, dass ein Wrench da ausreicht, aber... Ach so. Du hast es nur gedreht. Okay. Dann sage ich nichts. Das ist merkwürdig. Moment. So, jetzt ist es richtig rum. Der blöde Wrench. Weg damit. Den werde ich nie wieder nutzen. Der ist doof. Den mag ich nicht. Okay. Also, dann nehmen wir mal, Moment, das waren 3 Teile Kupfer und 2 Zinn, das heißt, wir nehmen mal hier 30 und hier 10, dann haben wir auf jeden Fall genug Bronze für ein neues, für einen neuen Wrench, Quatsch, für, hier einen Metal Former. Mehr Kupferkabel, ja, super. Ach, das ist doch dumm. Wozu baut man denn einen Wrench, wenn das auch nicht funktioniert? Na gut. Dann werde ich jetzt offscreen, wie gesagt, hier noch ein paar Letzte und Flugstacks herstellen, damit wir da noch ein bisschen was auf Reserve kriegen, um mehr Maschinen anzuschließen. Ich werde hier noch ein zweites Wasserrad bauen, was ich hier auch mit anschließen werde an das System. Und dann werden wir mal weiterschauen, würde ich sagen. Ich überlege auch gerade. Eigentlich ist das eine beschissene Idee, dass Laser dort ist. Moment. Ich kann doch sicherlich... So, komm. Ich nehme euch nämlich mal beide mit.
Kriege ich den Strom auch von hier unten abgezweigt? Ich denke mal ja. Ich will es aber lieber nochmal verifiziert haben. Ja. Okay. Dann machen wir das nämlich ganz anders. Dann ist das hier nämlich nicht im Weg. Nehme ich das und das nochmal weg. Dann nehme ich den hier nochmal weg. So. Und dann schließen wir das nämlich mal seitlich an. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Ah, den mache ich mal von unten lieber, damit ich ihn besser auffangen kann. Denn ich hätte jetzt keinen Bock, den Laser neu bauen zu müssen. So, Dankeschön. Und dann zack, da rein. Dich konfigurieren wir hier auf Input. Okay. Und dann kann ich halt immer noch woanders den Laser mit ransetzen. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Nur ich bin ihn halt hier am Weg los. Ja, und kann jetzt hier einmal den richtigen Chisel nehmen. Und hier, dann kann ich euch das auch gleich nochmal zeigen. Hier einmal den Block ersetzen. Dann sieht das schon viel besser aus. Dann sieht das schon viel besser aus. Herrlich. So lobe ich mir das. Und genau so eine Konstruktion kommt jetzt auch auf die andere Seite noch mit. Das ist zumindest jetzt gerade mal mein Plan. Hallo? Willst du mich verarschen? Der Sternblock will mich hier gerade ein bisschen trollen, wie es aussieht. Naja, wie auch immer, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.